So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe gehört, es gibt jetzt Coca-Cola mit Oreo. Ich finde, Oreo ist ja schon was ich gar nicht essen würde, außer man zwängt es mir rein, weil ich bin ja nicht der süße Typ. Deswegen mag ich eigentlich auch gar nicht so Cola, außer Schwippschwapp. Jetzt gibt's Coca-Cola und Oreo und dann auch noch ohne Zucker, wo du also wieder Bauchramses kriegst und es schmeckt einfach gar nicht und ist eklig. Das muss man doch testen, oder? Eigentlich wollte ich mich dagegen weigern. Ich habe das nämlich bei diversen Anzeigen und Süßigkeiten-Shops gesehen, dass es das überall gibt. Dann hat Pupsi die Info gegeben, im Penny haben sie jetzt die Oreo-Cola. Und ich dachte, na gut, wenn sie es dir schon so unter die Nase reiben, dann geh halt doch mal in Penny und hol die dir. Natürlich war die ausverkauft, es gab keine Oreo-Cola im Penny. Thomas hat gesagt, bei ihm gibt es das jetzt im Kaufland. Wir also losgezogen, Kaufland gefragt, wie sieht's aus? Haben sie hier die Oreo-Cola? Nein, haben wir nicht. Was soll das sein? Noch nie gehört, das gibt's doch gar nicht. 2 Meter weiter war ein Riesenaufsteller mit Oreo-Cola. Habe ich dann gleich 3 Dosen genommen, zum Verkäufer zurück gesagt, guck, da ist es doch. Ach so, wo hast du die her? Na dort, beim Bier. Alles klar, danke, super. Jetzt haben wir sie hier, die Oreo-Cola in einer schwarzen Dose. Guck mal, wie die aussieht. Sieht sehr gefährlich aus, oder? Richtig heftig, richtig brutal. Limited Edition Flavor Oreo. Coca-Cola, Zero Sugar, Null Zucker, No Calories, Fizzy Cookie Flavored, Creations. Also da steht so viel Zeug drauf. Besties, Forever, A Limited Time. Jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe vergessen ein Foto zu machen für mein Instagram. Das muss ich noch schnell machen. Wollen wir es jetzt hier machen? Komm, ich mache es live. Ich mache live einfach schnell ein Foto von dieser Oreo-Cola-Dose. Und dann machen wir die auf und dann probieren wir die mal. Machen wir einmal links, machen wir einmal rechts, machen wir einmal in der Mitte. So, Oreo-Cola. Ich habe 2 Dosen da und ich habe auch das Ernesto-Glas da und ich möchte einmal aus der Dose kurz probieren, den Geschmack aufnehmen und dann das Ernesto-Glas füllen und dann wollen wir das chucken. Und ich denke jetzt wieder, es wird richtig abartig. Keksgeschmack mag ich nicht. In Cola als Getränk, Kekse zum Trinken. Möchte ich nicht. Ich will mich weigern und ich möchte das jetzt trinken mit dem Hintergedanken, dass ich euch gleich erzähle, dass es richtig eklig ist und ihr das bitte nicht kauft, weil es absolut abartig ist. Oder, Pupsi, möchtest du kurz mal zuerst probieren? Weil du bist ja so eine, die isst ja gerne Oreo, die geht auch gerne in den Orion. Jetzt ist sie traurig, weil in Suhl der Orion, also der Sexshop, der hat geschlossen, da kann sie nicht mehr rein. Sie trinkt gerne Cola, sagt sie, aber sie winkt. Eklig, sagt. Absolut eklig. Also sie winkt schon ab, sie verzieht das Gesicht. Probieren wir mal kurz einen Schluck. So schlecht finde ich das jetzt gar nicht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil ich finde trotzdem... Ja, der Oreo-Geschmack kommt dezent, der ist so ganz leicht im Hintergrund so ein bisschen. Und ich dachte, der ist so brachial da, dass du dieses komische, süße Gebäck-Keks-Feeling hast. Es gab doch auch schon mal, gab es nicht damals so eine Billig-Dosen-Cola von River oder irgendwas, die Spekulatius-Geschmack hatte? Gab es nicht eine Cola mit Zimtgeschmack? Gab es nicht eine Cola mit Cookie irgendwas? Das ist doch alles im Prinzip dieselbe Richtung. Und ich glaube schon, irgendwelche Billigmagen haben zur Weihnachtszeit mal so Spekulatius-Cola oder so gehabt. Das hat Pupsi probiert, fand das nicht so gut. Ich fand das auch schlimm, denn die Billig-Colas, die hatten ja Zucker drin. Da war das so extrem, dieser Keksgeschmack da. Und du hast einfach nur gedacht, boah, das ist nur brechsüß und komisch. Das naschte mal als Keks vielleicht, aber das willst du nicht trinken. Hier, wenn ich gerade getrunken habe, ich habe erstmal eigentlich nur Kohlensäure und Wasser gemerkt als Geschmack. Und dann beim Absetzen kam plötzlich diese leichte Oreo-Keks-Süße durch. Und das hat mich jetzt nicht umgehauen. Also das hat mich jetzt nicht niedergemacht. Ich probiere nochmal einen größeren, obwohl den Schluck haben wir ja gleich, wenn wir es einschenken. Also mir fällt immer wieder auf, Coca-Cola ist halt absolut einfach immer nur Schaum. Schaum, Schaum, Schaum. Ich habe das jetzt im Kühlschrank gehabt, über Nacht, die ganze Zeit. Und trotz, dass es so gekühlt ist, ist es gefühlt wieder einfach nur Schaum. Wir können es auch endlich mal einschenken hier, damit ein bisschen von der Kohlensäure und dem Schaum rausgeht. Da ist ja auch nur 0,25 Milliliter drin. Das ist ja eigentlich gar nichts. Also
Ihr habt nicht mal die 0,33er Dosen, das sind nur 0,25. Jetzt müssen wir so einschenken, dass die Kohlensäure noch ein bisschen rausgeht. Dann mal aus dem Glas trinken, weil es ist immer noch mal ein Unterschied, ob ihr nur einen ganz kleinen Schluck nehmt zum Probieren, um den Geschmack aufzunehmen, oder ob ihr richtig kräftig 2, 3, 4, 5 Schlücke nacheinander zieht, um zu merken, wenn ihr richtig Durst habt, ist das erfrischend. Ist das erfrischend, kann man das gut trinken und hat man dann vielleicht nur einmal kurz diesen ekligen, penetranten Nachgeschmack. So, dann kann das nämlich noch Pluspunkte sammeln, wenn du es als Erfrischungsgetränk dir so reinziehen kannst und nur einmal dich vor dem Nachgeschmack ekelst. Ansonsten habe ich jetzt hier also die leeren Cola-Dosen. Dann haben wir jetzt vielleicht das als Thumbnail und jetzt probieren wir mal den Rest. Schauen hier rein, das riecht komisch, okay, jetzt trinken wir es mal weg. Das war die Oreo Cola und ich muss sagen, beim Trinken ist sie mega unangenehm. Die Kohlensäure, die brennt richtig. Das brennt richtig, das bitzelt richtig, das ist schaumig, das ist nichts für mich zum Durstlöschen oder als Erfrischungsgetränk. Dann habe ich den Nachgeschmack, auf einmal kriegst du so einen süßen Kuchen in die Schnauze, das ist, weiß ich nicht. Das ist beim kurz dran nippen ist das noch leicht dezent, okay. Jetzt bei so einem riesen Glas und du hast so eine Muchte dann, die da ankommt, finde ich, das ist einfach zu viel. Das ist untypisch, der Nachgeschmack schmeckt mir nicht. Er könnte schlimmer sein, weil es präsenter sein könnte beim Trinken. So ist es nur der Nachgeschmack, der mir nicht taugt. Aber auch beim direkten Trinken so ist das sehr unangenehm. Also ich würde es nicht nochmal kaufen. Ich würde es nicht empfehlen. Ich würde nicht sagen, dass ihr das trinken sollt. Aber holt euch das mal, trinkt es mal und dann sagt mal, wie es euch geschmeckt hat. Wer die Oreo Cola getestet hat, schreibt mal rein eure Meinung. Es wird bestimmt wieder Leute geben, die sagen, das ist das neue Lieblingsgetränk, das ist das Beste, was sie je hatten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Ciao.